Ja, Freunde. Welcome back. Ich habe eine Sünde zu beichten. Ich habe mich kurz informiert. Und ich kann die Chiffre gar nicht alle vier hier sammeln. Eine war ja hier. Aber ich habe was rausgefunden. Das könnte eventuell weiterhelfen. Das möchte ich jetzt ausprobieren. Es gibt genau zwei Chiffres hier am See. Und ob ihr es glaubt oder nicht, genau die beiden haben wir schon. Dann gibt es noch eine irgendwo auf dem höchsten Berg Midgards. Das sieht aus wie der da. Und irgendwo in so einer Hexenhöhle. Welche Geschichte wolltest du erzählen? Es war einmal ein Frosch. Sein Teich trocknete aus. Also suchten der Frosch und sein Sohn ein neues Zuhause. Sie fanden einen Brunnen. Der Sohn sah das Wasser und wollte hineinspringen, doch der Vater hielt ihn auf. Er sah, dass der Brunnen tief war und sie nicht wieder hinauskommen würden, wenn das Wasser erneut versiegen würde. Klugerweise zogen sie weiter. Das war's? Ja. Das ist keine Geschichte. Wäre der Sohn reingesprungen, wäre es eine Geschichte. Dann säße er fest und würde verhungern und der Vater könnte nichts tun. Siehst du, das ist eine Geschichte. Naja, ich fand jetzt seine Geschichte wesentlich schöner, ehrlich gesagt. Da ist wenigstens keiner gestorben. Vernunft, wisst ihr? Vernunft ist meistens siegreich. Gesunder Menschenverstand. Aber das habe ich selber nicht, also warum erzähle ich euch überhaupt was? Ich will ja kein heuchlerischer Moralapostel sein, aber Finger weg von harten Drogen, die sanften könnt ihr auch nicht nehmen, denn die gehören alle mir. Deswegen haltet die Klappe und schaut einfach zu, kommentiert, abonniert, macht mal was. Unglaublich, ihr könntet schon viel mehr Interaktion gestartet haben, während ich hier euch mit Schwachsinn zubombardiere. So, ich habe gelesen, dass es sogenannte Giftmale gibt, die man entfernen kann. Tada! Cool, oder? Jetzt fällt mir natürlich instinktiv direkt ein, dass es hier einen Ort gibt, wo ich nochmal Gift hatte. Da standen wir in dem vorherigen Part. Aber ich will jetzt nicht nochmal alles absegeln. Das ist mir jetzt wurscht. Oh, der rennt da einfach durch, ist noch gar nicht weg. Oh, was für... Wow, mutiger Junge. Zack, Alter, ey. Was geht da so? Eine Ratte. Wow. Wow, Essen auf Rädern. Oder vier Pfötchen. Ich rede schon wieder nur Käse im... Bullshit-Stil. Aua, Mann! Katzelwurm! So einfach gefällt mir das. Ja! Mir auch! Bundes? Hallo? Hä, hey, was ist denn das? Ich darf meine Axt nicht zu mir rufen, sonst mach ich Aua. Junge! Aber ich kann das auch. Was ist das da? Kann ich das kaputt machen? Nein. Okay, dann gehen wir erstmal da hoch. Ich weiß jetzt nicht, was das da sein soll. Aber ja, auch wurscht. Aha. Hupf! Jedes Mal, wenn ich so eine Hupfpassage habe, kriege ich wieder Bock auf Tomb Raider. Ich habe ja noch Shadows of the Tomb Raider offen. Ach so. Alles klar. Also irgendwie... Okay, aber was hat's damit auf sich? Das... Was waren das für Dinger? Die rochen furchtbar. Deine Mutter nannte sie Hohnstangen. Giftmagie.
Sie hat mir gezeigt, wie man sie deaktivieren kann. Was? Es ist lustig, mir vorzustellen, wie sie dir was beibringt. Ja. Ja. Der trauert schon sehr um seine Frau, gell? Das war sein Ein und Alles. Ah! Na, sowas. Eine Fackel. Nein, Schmarrn. Hier. Weiter geht's endlich. Wow. Wirklich neblig hier. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein. Er ist unbedeutend. Ach, Entschuldigung, aber... woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Und das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber... die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass du ihr was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faye ist tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin. Und eine gute Frau. Na gut. Ich verbessere diese Axt. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Der Blaue. Ja, doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwör's bei Freya. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Oh. 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 Meine Keime. Ist das Blut? Oh. Nein, woran in der Regel... Du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Was war das jetzt? War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten... gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte: Mathurin Semgengur Egin Vegumhan. Hans. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Cindy. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Gehen wir an die Arbeit. Auferstehungssteine sind jetzt in Läden verfügbar. Können erworben werden, damit Atreus Kratos wiederbeleben kann. Aha, okay. Cool. Aber Atreus kann jeweils nur einen tragen, um einen anderen Auferstehenden zu kaufen. Müssen Sie das anders entfernen? Verwenden Sie ihn im Kampf oder verkaufen Sie ihn in einem Laden? Man stellt Kratos mit seiner kleinen Menge an Gesundheit wieder her. Drücken, wenn Kratos stirbt, damit ihn wieder das Leben holt. Cool! Gefällt mir. Ich sterbe eh viel zu häufig. Wird hier angezeigt. Okay.
Sollen wir nur mal gucken, herstellen, was kann denn der da so? Nackig! Wie Gott ihn schuf. Armrüstung ist auch nichts dabei, oder? Eine Stärke, warte, was eine Stärke dazu? Aber 4 Glück weniger. Wie war das? L3 drücken? Erhöht die Aktivierungschance des Bonus, erhöht XP und Hacksilber. Doch, will ich haben. Hüfte! Aha. Was ist mit dir, Kleiner? Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Wenn wirkt neben diese mehr Schaden. Also noch etwas für dich? Halt, Moment. Kann ich vergleichen? Ja, R3. Nach gegnerischen Mannschaft finde Heilungssteine. Genau, das wollte ich unbedingt behalten, nicht wahr? Siegen. Ah, die sind halt einfach, weißt du, die machen mich alle schlechter. Ich will nicht schlechter sein. Frostflamme habe ich nicht. Für den jungen Herrn. Verkürze das Klauen. Oh, cool. Das war praktisch. Was? 25.000. Na, du bist mir ja einer. Drei, 5 Stärke weniger. Talisman, den habe ich ausgerüstet, gell? Okay, da kann ich eh nichts tun. Was ist hier so? Auferstehungssteine ist egal. Alles. Warum hast du ihn überhaupt getragen? Na, für mich, weil ich schön bin. So, das war's, oder? Mehr geht hier nicht. Alles klar. Nicht vergessen, immer Hände waschen. Genau, immer Hände waschen, Freunde. Das ist ganz wichtig nach dem Kacken, vorm Pinkeln, vorm Essen, während dem Essen. Fähigkeiten, ich habe nur noch 400, glaube ich, gell? Ich habe viel zu wenig, ja, 487. Okay, dann machen wir alles kaputt. Ah, darf ich nicht, weil es ein Freund gehört. Ah, ich verstehe. So, Junge, was ist bei dir so los? Du machst hier komische Sachen, okay. Ich weiß nicht, was mir dieses Zwergenzeichen jetzt gebracht hat, aber das wird mir bestimmt irgendwann erklärt. Warum gibt es hier Energie? Das heißt meistens, dass ich kämpfen muss. Wahrscheinlich darf ich gleich testen, was mir das gebracht hat. Wo denn? Weiter so. Hallo. So ein blöder Wurm. Ah, Scheiße. Wo denn? Mir. Wo schießt denn der hin?
Ach, da oben! Endlich ist es vorbei. Hey da! Der war ja gut versteckt. Mein Junge hat einfach irgendwo ins Gras geschossen. Der ist einfach keine Hilfe. So, da la. Dann können wir uns ja jetzt weiter umschauen. Alles mitnehmen. Pass alles bitte mit... auf, das repariere ich noch. Alles klar. Dämliche Laufrolle. Was stimmt nicht mit dir? Da ist Gift. Aber wo ist das Giftzeichen dafür? Was ist das da? Ne, ist nur Feuer, oder? Okay, wo ist das Giftzeichen? Verstehe ich nicht. Da ist auch Gift. Überall Gift. Aber hier ist auf jeden Fall ein Zeichen. Oh, was ist das hier alles? Das ist verschlossen, warum auch immer. Ja, ja. Mutter Nancy, was geht's denn? Lass dich nicht abbrennen oder ab. Sondern? Was ist denn das alles? Kann mir das mal einer erklären? Könnt ihr mir ruhig mal sagen, wie ich den ganzen Scheiß da wegkriege? Voll gemein. Ich renne da rum und habe im Endeffekt keinen Plan von irgendwem. Upp. Achso, ich habe eh volle Life. Was ist hier so? Aha. Da ist hier irgendwo eine Truhe, oder? Da ist noch mal eins. Okay, irgendwo wird eine Truhe sein und dann werde ich das brauchen. Mal schauen, ob wir da was finden. Ein Lager. Ein Lager mit Feuer. Mach ein Lagerfeuer. Ah, hier. Hab dich. Servus. So, dann einmal das Zeichen. So, und jetzt brauche ich noch dieses E. Das wird dann da in dem Gift drin sein. Nicht wahr, meine Lieben? So, aber ich kann es nicht sehen. So. Gucken. Was ist es? Nein. Und was ist es jetzt? Nein. Nein. Gibt's das überhaupt dann? Moment, was ist hier so? Aber hier ist doch dieses E. Hä? Moment. Das muss E sein, oder? Das ist die Mitte. Okay. Das letzte Zeichen ist dann dieses D, oder was das sein soll. Irgendwie so wird das schon funktionieren. So. Einmal drehen.
Nein. Das war es, glaube ich, auch nicht. Nee. Auch nicht. Hä? Sag mal. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hä? Wo war jetzt das dritte? Ach so, die sind 1, 2. Hä? Ach so, 3 ist auf der anderen Seite, gell? Da ist dieses D. Dann das im Gift ist dieses B. Das andere. Ah, okay. Oder so. Hä? Oh, bald. Na, Junge. Ja, du hast die Ruhe weg, hä? Mein Freund. Überhaupt keinen Respekt mehr vorm Alter. Die Jugend von heute. Unglaublich. Der setzt sich dahin. Bietet mir nicht mal einen Platz an, weißt? Da so los, weiß ja auch keiner. Okay. Sag mal, kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir. Ohne Axt, wie gemein, Alter. Wo ist sie denn? Hallo? Da ist eine Truhe, okay. Na, wir gehen erstmal zur Truhe. Ressourcen sammeln, wie er immer so schön sagt. Boah, schlachte den Baum. Hack selber. Da. Sie wollte nicht, dass das jemand öffnet. Das ist nur ein tödlicher Fluch. Aha, aha, aha. Stärke weniger, ein Abwehr, 5 Wiederholungszeit von Runen und Beschwörungen und Talismanen. Oh, aber da ist Abwehr, Angriff und... Oh, ich habe ja sowas auch, gell? Oh, das habe ich ja vollkommen vergessen. Siegen bei erfolgreichen Block. Aha, aha. Ach, das ist das, was ich gekauft habe, gell? Gegen Brandschaden. Cool. Das machen wir. So, da ist auf jeden Fall was drinnen und hier nicht. Das heißt, da kommt noch was rein. Graviertes Wappen der List. Bei jedem erfolgreichen Block. Warum ist da so ein Heilungssymbol irgendwie so dran? Vitalität plus 2 und schwächt ihr auf gegnerische Angriffe ab. Symbol der List, Symbol der List, Symbol der List. Das ist eigentlich ganz gut, gell? So. Das habe ich ja vollkommen vergessen, dass es ja sowas auch noch gibt. Hey, ich muss mich mal ein bisschen mehr... Gar nichts muss ich. Ach, ich quatsch einfach nur wieder. Ich bin ein Quatschsalber. So. Dürfen wir gleich gegen diese Wiedergängerin kämpfen. Das riecht irgendwie so nach meinem Urin. Da ist sie. Das ist eine Wiedergängerin. Wo denn? Erledige sie, Junge. Oh oh.
Das wollte ich gar nicht. Aua! Mann, wo ist sie denn? Ich hab's gleich. Der macht es schon, wa? Bin noch nicht so weit. Bist noch nicht so weit. Ich schau mich hier mal um. Hoppala, du sollst nicht auf mich schießen, Mann. Geht's denn hier hin? Ah. Kammer 2 von 7. Denn da hinten? Junge, deine Pfeile! Alter! Junge! Mach die Hexe kaputt! Aua! Die sind so... Die ist so fassbar... Unfassbar stark! Oh, geschafft! Gott. So. Jetzt haben wir wieder Ruhe, mein Junge. Oh, was ist denn das da? Das kann ich nicht öffnen, gell? Das ist nur irgendwie so komisches Zeugs. Oder kann ich das kaputt machen? Nein. Ja, war ein spannender Kampf, den hauptsächlich mein Sohn geführt hat, aber der muss ja was lernen, nicht wahr? Deswegen darf er auch mal Aufgaben übernehmen. Da ist der Abfluss von oben. Hier liegt Schnee. Wir kommen dem Berg wohl näher. Gut. Könnte ich Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Genau, ich wollte die Karte aktivieren. Den bring ich War das in Ordnung? Ja, Mann, hab ich gut gemacht. Was für eine Antwort, ey. Er kann halt auch gleich sagen, halt deine Fresse, weißt du? Das ist ihm halt, weißt du, das ist so, weißt du, ja. Effekt. Steine wegsprengen, das kann ich, das habe ich gelernt. Mit meiner Frostaxt. Froster ist für alle da. Oh yeah, da hinten ist Gift, da gehen wir hin, die Truhe machen wir auch noch gleich. Da müssen wir aber das da erst wegsprengen, glaube ich. Ungefähr so. Aber was ist das?
Aha! Also, wegsprengen kann man die Dinger wohl auch. Hallo, Truhe! Komm zu Kratos! Was bist du? Angriff des weißen Bären. Ein schneller, sturmartiger Sprintangriff mit einem nachfolgenden Schlag. Drücken Sie R2 oder R1 für einen Schildstoß als Folgeangriff. Das Halten von R1. Ach, das ist ja gar nicht mehr der. Es ist vom Prinzip also dasselbe, gell? Ja. R1 halten ist einfacher als eine Tastenkombi drücken. Uah, raus da! Oh, ich hab wieder übelst ohne Gehirn gehandelt. Diese erhöht die Abklingzeit, Alter. Ja gut, Abklingzeit plus 8. Aber ganz ehrlich, Abklingzeit schön und gut, aber wenn ich dann immer den Tode geweiht bin, weil mein Kratos nichts aushält, dann bringt uns das eigentlich auch gar nichts. So, was denn los hier? Ein fetter Stein. Vor einer Tür. Mhm. Ja, dieses Geheimnis hinter der Tür werden wir dann im nächsten Part für euch lüften. Oder ich für euch. Bleibt dran, wir werden sehen, wie es weitergeht. Bis dahin, Wiederhörzen.